Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SPD, Ihr Antrag ist insofern spannend, dass Sie sich jetzt für Noten einsetzen, die Sie bislang keine Gelegenheit ausgelassen haben, Noten als Bewertungskriterium zu verteufeln. Und heute von Notenfetisch zu sprechen, Herr Vogel, das ist eine kleine verbale Entgleisung. Meine Damen und Herren, ich lasse jetzt keine Zwischenfragen zu. Sie helfen nicht, Herr Habersaat, wirklich. Ich freue mich, dass es zu Ihnen durchgedrungen ist, dass es Schülerinnen und Schüler selber sind, die eine schnelle und verständliche Rückmeldung zu ihren Leistungen haben möchten und dass eben auch genau dieses in Noten stattfinden kann. Aber wir halten Ihren Antrag leider nicht für zielführend, weil er den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf einfach nicht gerecht wird. Denn nach der aktuellen Zeugnisverordnung gelten für Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie für die restliche Schülerschaft, sofern sie zielgleich unterrichtet werden. Und das heißt, es besteht der allgemeine Leistungsanspruch. Anders ist es bei einem zieldifferenten Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, denn der stützt sich auf einen maßgeschneiderten Förderkatalog. Und eine Bewertung des erlernten Unterrichtsstoffes kann und darf sich in diesem Fall ausschließlich an dem individuellen Lern- und Leistungsvermögen orientieren und kann von daher doch gar nicht in eine vergleichbare Leistungsbewertung münden. Ein Beispiel: Wenn einer 100 Meter läuft, der andere 50 und der nächste 110 Meter Hürden und nur die Zielzeit als Bewertungskriterium relevant wird, was bedeutet das? Eine 1, eine Goldmedaille? Meine Damen und Herren, eine Notenvergabe mündet im besten Fall in eine fehlende Vergleichbarkeit und im schlimmsten Fall in eine völlige Demotivation der Schülerinnen und Schüler, die sich ungerecht behandelt fühlen. Kurzum, wir können keine Notengabe verlangen, wenn wir keine einheitlichen Bewertungskriterien als Maßstab vorgeben. Und insbesondere Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung profitieren vom zieldifferenten Unterricht. Und die Ergebnisse dieses Unterrichts sind einzig und allein in gutachterlicher Berichtsform darzustellen. Und alles andere, ich betone es noch einmal, würde dem Kind nicht gerecht werden. Menschen sind unterschiedlich. Und schulische Inklusion heißt, Kinder und Jugendliche in ihrer Unterschiedlichkeit auch anzunehmen, zu stärken, zu fördern und zu fordern. Und das sollte sich in den Zeugnissen dieser Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch widerspiegeln. Und somit wird an irgendeiner Stelle des Zeugnisses immer ein Hinweis auf die Besonderheit eines zieldifferenten Unterrichts sein müssen. Da können Sie machen, was Sie wollen. Die unterschiedliche Befähigung eines Menschen wird immer Auswirkungen auf die berufliche Ausbildungssituation haben. Und auch das muss nicht negativ sein, wie Sie es mantraartig vor sich hertragen. Es bietet dem potenziellen Arbeitgeber eine gute Einschätzung, wie sich der bewerbende Jugendliche in den Betriebsablauf integrieren lässt, wie der berufliche Werdegang gestaltbar ist. Und nochmal, nichts ist enttäuschender, und zwar für beide Seiten, als wenn unter falschen Voraussetzungen Erwartungen nicht erfüllt werden können. Meine Damen und Herren, wir werden ja über den Antrag von Ihnen im Ausschuss diskutieren. Und ich denke, wir werden dann auch noch mal über die kombinierte Zeugnisform diskutieren, dass nämlich genau dann, wenn die Kinder zielgleich unterrichtet werden in bestimmten Fällen, in bestimmten Fächern, sie eine Note erhalten können und dass sie für die zieldifferent unterrichteten Fächer auch die Beurteilung und Berichtsform bekommen. Schauen Sie in die ZVO. Ich habe leider nicht genügend Zeit, um es vorzulesen, aber schauen Sie einfach mal rein. Dort sind genau diese Regelungen ausgeführt. Und das mag für die betroffenen Lehrer eine Herausforderung sein. Für Schülerinnen und Schüler wird es eine gerechte Beurteilung sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.